Grüß Gott und willkommen zurück auf meinem wunderschönen Kanal WLAN-Land. Ja, es geht immer weiter auf der Suche nach irgendeinem Schatz, den es wahrscheinlich gar nicht gibt. So wie es ausschaut, werden wir da jetzt gleich mal reinspringen. Was sagt die Tante hier? Nichts. Ich bin schon reingefallen. Das ging fix. Liebe Leute, lasst es euch sagen, ich liege schon im Graben. Okay, alles klar. Das fühlt sich irgendwie gerade nicht richtig an. Das ist auch nicht richtig. Weil wir sind ja da gerade hergekommen, oder? Genau. Wir sind doch gerade hier in die Höhle rein und sind dann einfach nur wieder rausgeschwemmt worden. Das habe ich mir nicht so vorgestellt. Jetzt wollen wir mal gucken. Vielleicht müssen wir da doch anders entlang. Hä? Ich bild mir ein, es hieß mal, wir müssen hier tauchen. Aber anscheinend nicht. Da geht es wieder hoch. Habe ich jetzt da schon wieder irgendwas verplant? Wo ist die Elena? Die ist da hinten. Kann man da raufklettern? Schaut nicht so aus. Vielleicht gibt es einen Weg unter Wasser. Ja, das habe ich mir doch auch gerade gedacht. Vielleicht gibt es einen Weg unter Wasser. Was ist denn hier noch? Da endet doch gleich alles, oder? Aber kann ich das? Ja, also. Ich wieder. Okay. Ich denke aber, wir sind noch nicht am Ziel. Wo wird es denn da wieder heller? Da sieht man es ja recht schön. Ah, warte, hier entlang. Da geht es raus. Und dann wird uns hier was Schönes erwarten. Da scheint ja schon die Sonne uns entgegen. Lass mal gucken. Ja, viel sieht man nicht. What? Ich glaube, ich muss da mich rüberhangeln. Man sieht auch schon wieder so einen Ast, der sagt, halt dich daran fest. Sehr schön. Ach, wie armselig schaut denn das hier aus? Ja, Piraten, wie man sieht, die hatten echt kein Pfennig Geld. So, was gibt's da Schönes? Wie viele Leute hast du hergebracht, Nadine? Sonst eine ganze Armee. Meinst du, sie haben einen Schatz? Ich nicht. Besser für Sam. Schauen wir uns hier mal um. Da hängt jemand. Vom Klamottenstil könnte es ja fast weiblich gewesen sein. Hey, hier ist was. Das war's, liebe Leute. Achtung! Wie mal lese ich euch das ganz schnell vor. Zeichnet Adam Baldridge. Okay. Ich brauch's gar nicht vorlesen. Bin mal gespannt, was hier noch Schönes auf uns zukommt. Eins ist ja klar, wenn da hinten sich wohl gegenseitig attackiert. Aber warum? Hier Verfolgungswahn oder Geld? Ja, tja, mehr Geld, mehr Probleme. Na, es wird noch eine Mordsrumschießerei geben, weil da hinten sind ja die ganzen, wollte ich sagen, Nate-Leute, aber nicht Nate-Leute, sondern Rave-Leute.
da rein? Nö, können wir erstmal durchs Fenster, oder? Das wird da weggespült werden. Irr doch. Was haben wir hier Schönes? Hier können wir klettern. Wo? Ja, aber es ist zu hoch für eine Räuberleiter. Hier können wir klettern. Ne, hier können wir nicht klettern. Was macht sie jetzt? Schwimmt gegen den Strom, wie jede Frau. Erfrischend. Wir suchen anscheinend wieder irgendwas, um raufzuklettern. Die sind mir hier schon ein bisschen zuvor gekommen mit dem Problem. Nate, hey, ich sehe da oben ein paar Kisten und Vorräte. Die werfen wir jetzt ins Wasser. Ja. Und dann sammeln wir die ein. Warum klettert der nicht rauf, so wie ich das gewohnt bin? Der Saukerl, der. Hochziehen ging doch so, oder? Jawohl, jetzt hat's. Aber anscheinend doch nicht mehr. Was los? Das sind die Kisten, die habe ich gesehen. Okay. Ich hole uns eine her. Jetzt zieh dich mal darauf, du Lump. Jetzt macht das. Sehr gut. Gut. Und wo müssen wir entlang? Alles klar, hier ist wieder die Action mit dem Greifding. Und jetzt, okay, Kiste runter. Und dann können wir da drauf. Die wird gleich die Strömung mitreißen, oder? Ich spring da mal hinterher. Und jetzt bleibt die da stehen. Problem ist, die beiden sind mir schon ein bisschen zu schnell wieder voraus. Ich weiß gar nicht, wo ich die Kiste hinstellen soll. Lass das mal gucken. Da oben rauf. Ja, okay. Wie zieht ihr das Ding? Komm zu Papa. Na, das war nichts. Wie ziehe ich denn das Seil? Ach, okay. Einfach nur gedrückt halten. Aber das geht gar nicht so einfach. Mach schon. Da muss das rauf. Verdammt. Jetzt hat. Mit der Kiste da können wir hochklettern. Mach doch. Klugscheißerin. Dumme Sprüche braucht man nicht. So. Ich glaube, das schaut gut aus. What? Ich bin ja falsch. Die Kiste falsch hingestellt. Hakt. Komm. Hier stehen. Ich habe jetzt gerade zum Spielen erst angefangen. Ich bin da noch ein bisschen müde. Was ist denn jetzt los, verdammte Scheiße? Wo schaut das blöde Weib hin? Es ist doch viel zu hoch. Es ist ja unnormal hoch. Ich bin verwirrt. Wohin mit der Kiste? Der tanzt da rum. Ich weiß nicht, wo hoch. Das ist doch alles hier zu hoch für mich, oder?
Ja, Herrschaftszeiten. Wo? Ah, vielleicht da schaut's besser aus. Hier, hä? Dann können wir uns da irgendwie entlanghangeln, oder? Also, das ist ja mal eine Scheiß. Verdammt, das nervt schon wieder. Das nervt richtig. Diese Scheißkisten. Ah, hier, irgendwo. Diese Scheißkistenzieherei ist sowas von behindert und hirnlos. Vor allem, wir haben ein Seil. Wir haben ein Seil, wir kommen überall rauf. Wir brauchen keine dummen Kisten. Ach dir. Ach, süß. Klar, ist ein Spiel, das soll unterhaltsam sein. Ist es ja auch. Ich wollte nur ein Gentleman sein. Ich will dich nur ein bisschen ärgern. Aber da langweilt halt mal wirklich, langweile ich mich mit irgendwie 10 Minuten Kisten schieben. Das Unnötige ist, hätten wir auch anders gestalten können. Aber wie auch immer. Problem ist gelöst. Hier regnet es. Bei uns regnet es auch gerade. Oh, ich stürze da gleich mal rein. Festhalten. Na. Und jetzt? Ist ja wie in der Therme in Erding hier im Galaxy. Da gibt es auch so ein Rutschenparadies. Bist du okay? Ja. Von da sind wir gekommen. Mir geht's gut. Und dir? Alles unter Wasser hier. So eine Art Venedig. Ja, wieder nass, müde, angeschlagen, ein bisschen hungrig, bitte was essen. Aber sonst geht's mir gut. Komm nicht gegen den Strom an, oder? Okay. Kann ich schneller schwimmen? Gehen wir weiter. Okay. Oder reinschwimmen? Versuchen wir durchs Haus zu kommen. Ja. Mm. Ich bin direkt hinter dir. Oh, das ist irgendwie eine schöne, eklige Brühe. Man kann sich nicht vorstellen, wie es alles vermodert. Aber hier, schöne Gardine. Liebevoll eingerichtet. Und genug hätten sie ja gehabt. Okay. Es ist nur seltsam, dass alle Häuser unter Wasser stehen, außer einer. Ganz genau. Wo lang? Dadurch, ich kann ja noch mal gucken, vielleicht liegt da liegt ja schon ein Hinweis, oder? Oder ein Schatz. Was haben wir hier? Jetzt bin ich einfach so durch dieses Haus durchgefetzt, ohne mich ein bisschen umzugucken. Okay, zurück damit. Ich lese das nicht. Und weg damit. Weg! Da war noch was, ein Gegenstand. Was haben wir hier? Herr der Fliegen hier. Was du nicht sagst. Wunderschön. Ah ja, Herr der Fliegen. Wer es nicht gelesen hat, kann es auf jeden Fall mal machen. Oder ihr schaut euch den Film an. Es gibt auch einen Film dazu. So eine Art Dschungelcamp. Nur da sterben die Leute. Okay, weiter geht's. Schleichte. Dadurch. Cool. Kamin, Geheimtür, oder? Aha, schön. Wie so ein geheimes Zimmer. Oder konnte man den Kamin von beiden Seiten befeuern. Das ist ja auch mal nice. Nette Vorstellung. Ui, und wieder rein ins Biotop. Weiter geht's. Ah ja, da kann man hier so durch. Da wird es nicht weitergehen, nee. Aber, was haben wir da? Ein paar schöne Kanonen. Mit einem Schatz drauf, oder? Die Kanonen wurden anscheinend nachgerüstet. Okay. Improvisierte Verteidigung. Wir hatten wohl nicht erwartet. Ist das wichtig für uns, dass die Kanonen nachgerüstet worden sind? Ist da vorne was drin? Nö. Ja, anscheinend, wenn die nachgerüstet worden sind, dann haben die sich auch irgendwann verteidigen müssen. Was haben wir hier Schönes? Noch ein Schatz. Schöner Tisch hier. Ne, ist hier nix. Da
heißt das wohl wieder schwimmen. Müssen wir da wieder rein, oder wie? Okay. Hey Nate, da drüben könnte ein Ausgang sein. Okay. Aber halt, was ist da? Da ist schon wieder irgendwas. Oh oh. Wow, wow. Die Strömung ist stark. Aber ich bin hier noch gar nicht raus. Ich bin hier noch gar nicht aus dem Gebäude raus. Ich will eigentlich da hinten raus, wo ich reingekommen bin. Mal gucken, was da noch so ist. Sind ja bis jetzt nur so durchgelaufen. So lieblos. Ist ja hier noch irgendwas? Nee, da ist nichts mehr. Halt, wenn es da runter geht. Okay. Tatsächlich. Dann gehen wir da wieder rein. Die Elena ist ja gar nicht erst mitgekommen. Jedenfalls sehe ich sie nicht. Und dann lass uns mal da rausgehen. Gucken wir mal. Das schaut doch gut aus da drüben, oder? Dass wir da über das Ding da drüber schwimmen. Nur wie komme ich da? Uiuiui, ist aber starke Strömung. Haben wir da die Power dazu? Jawohl. Das bricht bestimmt gleich ein, oder? Nee. Brauche wieder eine Kiste oder so ein Quatsch. Warte, ich drücke ihn runter. Danke. Na gut, dann neuer Versuch. Okay. Hat geklappt. Danke. Du bist ein tolles Gegengewicht. Ich meine. Schon okay. Nein, jetzt bin ich ja schon wieder runter. Das wollte ich gar nicht. Wo müssen wir jetzt lang? Ich bin ja ganz durcheinander. Aber und wie kommt sie dann daher? Ist ja egal. Brauchen sie ja eigentlich nicht. Aber vorhin hat er da irgendwas geleuchtet. Da oben eventuell gibt es dann schon wieder irgendwo eine Kiste. Aber ich kann jetzt hier, Moment, ich kletter nochmal rauf. Darüber. Genau, und dann komme ich hoffentlich da an. Etwas Wasser geschluckt. So, hopp. Genau. Und rauf mit dir, Nate. Und da ist dann bestimmt eine Kiste oder der Schrank Schaff, oder so. Ich finde einen Weg für dich. Okay. Ich hätte ja schon einen, und zwar ein Seil. Okay, ich muss das Ding nehmen. Schwer. Ich schaff das nicht alleine. Okay. Nimm das Seil. Das, den können wir schubsen. Den schubsen wir, den Schrank. Okay, weg da. Und es geht abwärts mit dem Schrank. Okay, gut. Sehr gut. Haben wir das auch erledigt? Sind die da hochgekommen? Ist der gerade gestanden oder wie? Nee, der ist super gefallen. Gut, dann können wir jetzt versuchen, den anderen Schrank zusammen wegzuheben. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Räumen wir das aus dem Weg. Räumen wir das aus dem Weg. Und das für eine behinderte Logik, das Ding von da zu nehmen. Das ist ja viel zu schwer. Schaut euch das mal an. Wer es nicht gesehen hat, spul mal schnell ein Stück zurück. 10 Sekunden. Hier. Sehr viel höher. Verrückte Leute gibt's. Thomas Tooth Siegel. Thomas Tooth Siegel. Der zweite Tooth. Mann. Wir arbeiten uns nach oben. Wir arbeiten uns nach oben. Zack. Ja, lieber Zuseher, ich möchte mich bedanken, dass du diese Folge angeschaut hast. Wenn du keine verpassen willst, dann drück den Gefällt mir-Button unten rechts. Wir machen Schluss. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Reinklicken. Ciao. Servus.